Es ist Wochenende, ich gehe in die Stadt und hoffe, dass die Stadt was zu bieten hat. Ich war schon lange nicht mehr unterwegs auf der Piste. Wollen wir noch mal schauen, wie das heute so ist, ne? Ich döner mir erstmal Kebab rein und dann ab in die Disco. Soll Leute Schlagerparty sein, die tue ich mir mal rein. Ha! In der Disco haben alle Korthosen an, tragen Wollpolunder und ich wunder mich, denn es gibt Persico und Tresen. Mensch, es ist, als wäre ich niemals weg gewesen. Ich will tanzen und ich frage eine Dame, die sagt ja, und die tanzt wirklich allererste Sahne und wir beide werden vom Schlager besungen. Tanzen, eng umschlungen, sie schaut an mir runter, sagt irgendwas drückt da. Ich sag, das ist nur meine Mundharmonika. Ha. Sag ich ja, in silbernen Träumen. Wir machen eine Pause, ich hole was zu trinken. Als ich wiederkomme, ist sie gerade am Schminken. Und ich sehe, oh, wie ihr Lippenstift ganz leise auf ihre Lippen trifft. Ich schwitze meinem Polunder voll. Dann sagt sie, sie trinkt gar keinen Alkohol. Nee, nee, sie raucht lieber ein. Hält ihn mir hin, ich ziehe dran, weil ich ein Entdecker bin. Und ich entdecke dann völlig neue Seiten an mir. Ich lache absolut unmotiviert. Ein Fremder kommt an und sagt, lachst du über mich? Da muss ich noch mehr lachen und er ärgert sich. Doch die Dame bleibt cool, reicht ihm den Joint und schon wird aus einem Fremden ein Freund. Der Junge mit der Mundharmonika. Das bin ich. Sag ich ja. In silbernen Träumen von der Barke. Was für eine Barke? Mit der gläsernen Frau. Flaschenpfand oder was? Wie in sternenklaren Nacht. Guck mal hoch, deine Einsamkeit entflieht. Oh, was für eine Sause, was für eine Nacht. Warum habe ich das eigentlich so lange nicht gemacht? Ich war echt gut drauf, angeheitert. Mein Bewusstsein hat sich dann noch mehr erweitert, als ich mir ein auf eine Lampe goss. Erschien mir der Stern von Mykonos und über den Wolken ganz in Weiß sah die Dame, dass sie Anita heißt. Der Kellner sah ein bisschen aus wie Jing, Jing, Genghis Khan und brachte mir griechischen Wein. Und dann fuhr ein Zug nach nirgendwo und ich stieg ein. Yo! Sag ich ja, in silbernen Träumen von der Barke. Was für eine Barke? Mit der gläsernen Frau. Flaschenpfand oder was?